Auch davor angedacht. Ja, herzlich willkommen zu Willis Witze. Heute gibt es einen Witz über die Apotheken und da wünsche ich jetzt sehr viel Spaß beim Zuhören. Geht ein 54-Jähriger in die Apotheken, gell, macht halt Palim Palim, dann geht er da rein, dann steht die Verkäuferin da und sagt er, grüß Gott, ich brauche halt Kondome. Und sagt halt die Verkäuferin, ja, was haben wir denn für eine Größe? Und sagt er, du, sagt die Verkäuferin, das macht überhaupt nichts. Jetzt pass auf, jetzt machst du Hosenteil auf, packst ihn aus, dann legst man davon hin, dann streichelt die dreimal so drüber, dann kann ich dir sagen, was du für ein Gräs brauchst, gell? Gut, macht er, packelt ihn aus, legt ihn hin, sie streichelt dreimal drüber. Sagt er, gut, Heidi, wir brauchen Größe 5, gell? Gut, dann dauert es eine Zeit lang, kommt der 34-Jährige rein und sagt, ja, ich brauche Kondome. Sagt die Verkäuferin, ja, was haben wir denn für eine Größe? Sagt er, du, das macht überhaupt nichts. Jetzt pass auf. Jetzt machst du Hosen auf, packelst ihn aus, legst man davon hin, dann streichelt die dreimal so drüber. Dann kann ich dir sagen, was du für ein Gräs brauchst, gell? Gut, macht er, packelt ihn aus, legt dann davon hin auf die Theken, sie streichelt dreimal drüber und sagt sie, Heidi, jetzt brauchen wir Größe 3. Gell? Dauert es wieder eine Zeit lang, kommt der 14-Jährige in die Apotheken und sagt, ich brauche Kondome. Sagt die Verkäuferin, ja, mein Jungchen, was haben wir denn für eine Größe? Sagt der 14-Jährige, sagt die Verkäuferin, du, das macht doch überhaupt nichts. Jetzt pass auf, jetzt machst du Hosenteil auf, packelst ihn aus, legst man davon hier auf die Theken, streichelt die dreimal so drüber, dann kann der sagen, was du für ein Gräs brauchst, gell? Gut, macht der packelt ihn aus, legt den vorher auf die Theken hin, sie streichelt dreimal drüber, dann sagt sie, Heidi, jetzt brauchen wir einen Lumpen. Ja, da wird's gefallen, gell? Bis zum nächsten Mal. Und so ist es. Man hat bedeckten Gräs nicht was. Gell? Pfiat euch! So, jetzt wackelst du ihn aus und dann. Ja. Dann macht's Klingelingeling. Nein, Palim Palim haben wir gesagt. So, dann wackelst du ihn aus, dann legst man da hin und dann. Ja. Dann fahr ich drüber. Ja, jetzt wackelst du ihn aus. Dann. Sagt die Verkäuferin, das macht doch überhaupt nichts. Jetzt pass auf, jetzt packelst du ihn aus und dann steckst du ihn. Ja, dann steckst du ihn rein.